So, hallo und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar Tagged-Lite-Tutorials. Ja, wenn jetzt welche von euch noch nicht wissen, was Tagged ist, das werde ich mal ganz kurz erklären. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann googelt einfach mal oder schaut mal auf YouTube. Da gibt es schon genügend Videos dazu. Oder ihr könnt, wenn ihr wollt, auch einfach mal beim Display vorbeischauen, da erklärt sich's eigentlich auch schon fast von selbst. Ja, also Tagged ist ein Modpack für Minecraft und das fügt eben sehr viele Maschinen hinzu, die auch mit Elektrizität und so funktionieren. Also das Ganze ist schon ein bisschen komplexer und das soll im Prinzip nicht mehr dieses mittelalterliche Minecraft sein, wie es sonst eigentlich immer ist, sondern auch ein bisschen moderner. Also dagegen ist Redstone-Technik so im Prinzip gar nichts. Ja, dann wollte ich hier mal, habe ich mir mal gedacht, weil wir auch im Let's Play recht viel, also ja, ist ein Tagged Let's Play, weil wir recht viel mit Tagged eben auch machen dort, habe ich mir gedacht, erkläre ich es hier mal Schritt für Schritt in Tutorials, wie hier alles so geht. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir gleich an. Das sind jetzt hier die ganz Grundlagen. So, also als erstes fangen wir an mit dem Generator. Das ist das Allergrundlegendste, ist klar, um Strom zu erzeugen. So, dazu brauchen wir erstmal Kohle oder irgendeinen anderes Brennstoff. Um einen anderen Brennstoff, um den zu betreiben, das ist komplett egal. Also wir können zum Beispiel auch hier Oakwood nehmen. Das ist genau dasselbe, nur ist halt Oakwood nicht so viel produziert. Genau, und jetzt können wir uns hier eben Kohle nehmen ein bisschen, können das mal hier reintun und schauen, dass mal was passiert. So, also jetzt fängt ja schon mal hier an zu arbeiten, der Generator, und sieht man hier, wie diese Batterie, die im Generator drin ist, die füllt sich jetzt mit Strom auf. So, ich werde hier mal kurz zeigen, wie man den craftet, den Generator. Den craftet man aus einer RE-Batterie, aus Refined Iron und einem Iron Furnace. Das sind jetzt mal drei neue Sachen, die werde ich jetzt auch noch erklären. Also einmal die RE-Batterie, oder fangen wir mit dem Iron Furnace an, so. Den craftet man entweder mit Eisen, so rundherum, oder man craftet ihn so, also dann upgradet man im Prinzip einen normalen Ofen zu einem Iron-Ofen. So, dann als nächstes die Refined Iron ist ganz einfach. Einfach, wenn man normales Eisen nochmal in den Ofen tut. Und die RE-Battery, die wird so gecraftet aus Zinn. Das ist sowas wie Eisen, das findet man einfach in der Höhle. Kann man nur schmelzen, dann kriegt man dieses Tin-Ingot raus. Redstone 2 hier in der Mitte und darüber ein Copper Cable. Ein Copper Cable, dazu werden wir gleich noch kommen. Das ist auch nicht ganz so einfach, dafür die Rohstoffe zusammenzukriegen. Ja, und jetzt haben wir, dann gibt es noch diese RE-Batteries, die man auch braucht, um diesen Generator zu craften. Davon nehmen wir uns mal 5. Jetzt kann man hier oben RE-Batteries reintun. Dann füllt es erstmal das aus der Batterie vom Generator raus. Und dann füllen wir jetzt diese Batterie hier an. Und hier sehen wir schon, jetzt, wie es sich auffüllt. Und da sehen wir jetzt hier 7000 von 10.000 EU. EU heißt Electronic Units. Das ist einfach eine Maßeinheit für Strom hier in Tagged. Wenn wir jetzt hier auf Kohle nochmal drauf gehen, sehen wir auch, can produce 4K, also 4000 EU. At 10 EU per Tick Generator. Das bedeutet, dass wenn man ein Kohlestück in einen Generator tut, das ist 4000 EU, also Electronic Units, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 10 EU pro Tick generieren kann. Das, ja, also 10 EU pro Tick, wer nicht weiß, was ein Tick ist, ein Tick ist eine Maßeinheit von Zeit in Minecraft. Ja. Also kann ich jetzt auch nicht genau erklären. Ich glaube, 3 Ticks sind in einer Sekunde. Und das heißt, es wären dann 30 Ticks, 30 EUs pro Sekunde. So, und wenn wir jetzt die hier, das haben wir jetzt hier einfach mal ein Gerät, das werde ich auch später diese Geräte nochmal genauer erklären, in einer anderen Folge wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt einfach mal den elektrischen Ofen, das wäre der Electric Furnace. Da werde ich jetzt die Rezepte mal nicht zeigen für die. Dann nehmen wir jetzt mal einfach Eisen zum Beispiel und schau mal, ob das funktioniert. Also der elektrische Ofen funktioniert genauso wie ein normaler Ofen, halt nur mit Strom. Also tun wir jetzt einfach mal hier unten die Batterie rein, also in das, wie beim Kohlefach, das hier unten ist ja immer das Betriebsfach.
und tun wir es hier mal Eisen rein und schauen mal, was jetzt passiert. Und wie man sieht, das brennt hier schon. Das geht auch recht schnell und da kriegt man wie eigentlich eh und je Eisen halt raus. Also das wäre jetzt schon mal der Generator. So, und jetzt ist natürlich ein bisschen nervig, immer diese RE-Batteries hier mal aufzufüllen und dann die wieder hier rauszunehmen und hier irgendwie rüber. Das ist ja irgendwie ein bisschen nervig. Das heißt, man kann das jetzt auch viel einfacher hier machen. Man braucht Kupferkabel, Copper Cable. Das haben wir auch vorhin für die RE-Batterie gebraucht. Und jetzt, wenn man das Crafting-Rezept sich anzeigen lässt, ist das ein bisschen komisch. Also in der Mitte braucht man Kupfer, das ist so wie Zinn, Gold, Eisen. Findet man es einfach in der Höhle und kann es da brennen. Da wird es zu dem Copper Ingot und Rubber. Rubber kriegt man, indem man einen Tree Tap nimmt. Der wird so gecraftet. Und dann muss man solche Bäume suchen. Die sehen ungefähr so aus. Die erkennt man an dieser Spitze. Die haben so eine komische Spitze. Und was auch noch ein bisschen komisch ist, selbst wenn man die Grafiken auf schnell dreht, haben die trotzdem so durchsichtige Blätter. Also daran erkennt man die. Und die haben auch so komisches dunkles Holz. Da sind dann meistens solche Punkte dran. Ist wahrscheinlich hier gerade nicht dein Glück, das ich habe. Das heißt, ich werde mal noch, also die haben auch Saplings, die sehen so aus. Ich werde mal noch ein paar Pflanzen jetzt einfach kurz, dass ich euch das mal hier kurz zeigen kann. So, Bone Meal, so dass wir es gleich wachsen lassen können. So, da werde ich mal einfach hier ein paar Pflanzen noch. So, also wahrscheinlich jetzt schon, also an den meisten Bäumen, sagen wir mal so, ist so ein Punkt dran. So, oder mindestens einer. Es kann auch sein, dass viel mehr dran sind. Genau, hier sieht man die. Und wenn man jetzt mit diesem Tree Tap, wenn man jetzt damit Rechtsklick darauf macht und auch Rechtsklick eine Zeit lang gedrückt hält, dann fliegen da diese Sticky Rosin raus. Das kann man jetzt mal mit auch diesen anderen Dingern noch machen. Genau, und aus dem, wenn wir das jetzt in einen Ofen tun, dann, so die Batterie schon leer, dann kriegen wir da Gummi raus. Das werde ich jetzt mal kurz zeigen. So, genau, da kriegt man eben Gummi raus. Und aus diesem Gummi kann man dann dieses Kupferkabel craften. So, genau, und mit diesem Kupferkabel, das, wie es schon sagt, das ist ein Kabel, das ist ganz klar, und damit kann man zum Beispiel Generatoren mit Maschinen verbinden. Das machen wir jetzt mal einfach so. Das heißt, hier haben wir den Generator angeschlossen, hier den elektrischen Ofen. Und wenn wir jetzt hier Kohle reintun, geht das hier nicht mehr in den Buffer rein, sondern direkt zum elektrischen Ofen. Der wird hier gepowert. Das sieht man an diesem Pfeil, dass er so rot wird. Sonst ist er immer so durchsichtig. Das kann ich mal kurz hier zeigen. So, sonst ist er so durchsichtig. Huch. Da habe ich noch vorhin ein bisschen was rumprobiert. Da ist noch von vorhin was drin. So, genau, der wird so, sonst ist er halt nicht so rot. Wenn er nicht gepowert ist, sieht er so aus. Wenn der Ofen einen Strom hat, dann sieht er so aus. Genau, jetzt ist das hier. Und wie man das hier sieht, also ich kann es hier nochmal kurz zeigen, das geht auch. Man kann ja auch Sachen drin braten. Und wie man es hier sieht, die Kohle, die brennt jetzt hier noch weiter und brennt weiter, obwohl das Ding jetzt hier voll ist. Das geht halt so lange, bis die Kohle aufgebraucht ist. Und ja, damit das halt nicht passiert, kann man den Strom auch lagern. Und dazu verwendet man Bedboxen. Ich hoffe mal, hier habe ich noch eine. Ja. Und in diesen Bedboxen kann man Strom lagern. Ich fange jetzt einfach mal vom Anfang an. Also erstens kann man RE-Batteries damit sozusagen, ja, aufladen und entladen. Also zum Beispiel, wenn man hier unten jetzt eine RE-Battery reintut, da geht dieser Strom aus der RE-Battery raus und hier sieht man so ein ähnliches Fenster wie beim Generator. Da geht es hier in das Ding rein. Jetzt haben wir 10.000 EU. Genau, und das geht jetzt eben in diese Bedbox rein. Wenn man jetzt sagt, dass wir wieder eine RE-Battery haben, kein Problem, kann man einfach hier oben hin tun. Dann wird der Strom wieder in die RE-Battery reingezogen. So, zack, und das Ganze geht auch ohne Verluste etc. Ja, wie craftet man so eine Bedbox? Das geht so. Man braucht
fünf Holz, also hier, ist egal welches Holz, kann man auch mischen. Und hier drei RE-Batteries und ein Kupferkabel drüber. Also eigentlich ganz simpel. Und ja, wenn wir jetzt hier an diese RE-Batteries, die geht natürlich auch mit Kabeln. So, jetzt habe ich natürlich keine Kabel mehr, das werde ich mal kurz noch holen. So, die funktionieren natürlich auch mit Kabeln zusammen. Und was man hier nur beachten muss, wenn man die platziert, dann erscheint auf der Seite, die gerade zu einem schaut, so ein Punkt. Und alle Seiten, auf allen Seiten kann man Strom reinleiten. Nur auf der Seite, wo der Punkt ist, kann man keinen Strom reinleiten, sondern nur rausziehen. Das heißt, hier ist der Ausgang für den Strom und hier unten, hier und hier ist der Eingang für den Strom. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel entweder oben oder wir können auch, keine Ahnung, hier jetzt den Strom reinleiten in die Batbox. Das machen wir mal kurz. So, und können jetzt hier, genau, jetzt kommt hier schon aus der Batterie vom Generator, kommt jetzt schon mal das raus und geht in die Batbox rein. Der Strom, und jetzt werde ich mal kurz irgendwas, kann man, werde ich mal kurz irgendwas Brennbares holen. Komm, nehmen wir einfach Wood. So. Und das verbrennen wir jetzt hier mal kurz. Also wie man jetzt hier auch sieht, das Wood brennt deutlich schneller ab. Das produziert halt nicht so viel. Genau, und das geht jetzt hier in die Batbox rein und wie man sieht, die lädt sich jetzt auf. So, und jetzt kann man hier, wo dieser Punkt halt hier ist, da kann man jetzt den Strom wieder rausleiten. So, kannst es wieder in irgendein Gerät reinleiten. Zum Beispiel in diesen elektrischen Ofen. Der wird es ja auch gepowert. Und jetzt können wir hier wieder irgendwas brennen. So. Also das wäre es jetzt erstmal soweit mit dem Tutorial. Was ich am Ende aber immer noch machen werde, ist einmal zeigen, was man denn mit den Sachen, die wir jetzt hier gelernt haben, eigentlich machen kann. So. Hier ist ganz klar, die Sachen braucht man halt um, also jetzt hier, wir haben es hier eigentlich nur mit, ja, Strom gemacht. Was, die Dinger braucht man halt um, ja, Geräte zu powern. Und trotzdem habe ich hier mal ein bisschen was gezeigt, aufgebaut, meine ich. So, und zwar habe ich hier mal ein paar Geräte. Einmal den elektrischen Ofen, den kennt ihr ja schon. Einmal den Macerator. Den braucht man, um Staub herzustellen aus irgendwelchen Ingots oder Ores. Genau, und dann gibt es einen Extractor. Den braucht man unter anderem auch, um Gummi herzustellen. Da kann man zum Beispiel auch einen Rubber Tree Sapling reintun. Da kriegt man da auch Gummi raus. Und einen Kompressor. Den braucht man für ein bisschen kompliziertere Sachen. Die werde ich jetzt mal nicht so erklären. So. Also das kommt dann sicher auch noch später in Tutorials, aber das ist jetzt für den Anfang noch zu viel. So, dann nehmen wir jetzt uns mal hier kurz ein bisschen Brennmaterial raus und dann werde ich mal noch zeigen, wie das Ganze hier vernetzt ist. Hier ist ein Generator, klar, um Strom zu generieren. Der geht hier unten in diese Batboxen rein. Und wie man hier sieht, da ist der Input, da kommt der Strom aus dem Generator raus, geht in diese Batboxen rein. Und hier, wo der rote Punkt ist, ist der Output. Das heißt, da wird es wieder weitergeleitet an die ganzen Maschinen, die hier oben, also die sind von unten da angekabelt und kriegen so eben Strom. So. Und wenn wir jetzt hier irgendein Brennmaterial reintun, zum Beispiel das, dann geht es hier gar nicht mehr in diesen Buffer rein, sondern geht direkt unten in die Batboxen. Und die leiten es direkt weiter an die Maschinen. So. Und die werden jetzt hier langsam gepowert, das sieht man, weil jetzt hier vier Maschinen dranhängen, dauert das ein bisschen, bis der Pfeil dann nach oben geht und jetzt ist es fertig gepowert. Jetzt können wir mal schauen, ob das soweit alles funktioniert. So, das funktioniert soweit. Und im Macerator, da kann man eben Staub herstellen. Das kommt aber alles auch noch zu seiner Zeit, wenn wir es eben mal brauchen. So. Und dann würde ich mal sagen, das war es eigentlich schon fast. Ich werde dann mit jedem Tutorial immer dieses Haus behalten und immer wieder upgraden. Auch mit Baumaterialien und so. Also so kennt es ja jeder schon mal. Jeder hat, glaube ich, schon mal so ein Haus gesehen in Minecraft. Und mein Ziel ist dann, dass irgendwann bei Folge 100 der Tech-Tutorials, ich hoffe mal, es kommt soweit, dass wir dann irgendwann
eine richtige Villa haben mit allem Möglichen, mit Kernreaktor im Keller und was weiß ich was, irgend so ein unnütziger Kram. Naja, also da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play oder im nächsten Tutorial von Tekkit. Und ich hoffe mal, ihr schaltet dann wieder ein. Also, ciao.